Hi Leute, willkommen zurück zu Xenoblade Chronicles 2. Wir haben im letzten Mal den Typen angegriffen und hoffen, dass wir es diesmal schaffen. Wird sich zeigen. So, ich mache nur Autoangriffe, bis Tora erstmal die ganze Aggro hat. Und auch erstmal ein bisschen was aufgebaut hat. Schlimmste ist, wenn Mia irgendwas macht, wo sie runterfällt. Also sie ist diejenige, die mich aufheben muss. Wenn sie das nicht kann oder macht, dann ja, stehen wir doch da. Nur Autoangriffe, das muss erstmal reichen. Tora muss da irgendwas Kräftiges machen. Dass er erstmal die Aggro aufbaut. Aber der braucht Vorsprung. Der braucht definitiv Vorsprung. Wenn ihr da stehen bleiben würde, wäre das echt optimal. So, hauen wir jetzt auch mal drauf. Das mache ich immer in Nias Nähe. Das wäre das Beste. Wenn sie runterfällt, muss ich hinterher springen. Das ist wirklich das Beste, was ich machen kann. Jetzt habe ich schon wieder die Eindruck. Geht zu weit am Rand. Ja, Hochschleudern? Ach, schade. Nein, 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 nein. Was macht sie da? So. Saphir. Ich hoffe, diese langsame Taktik funktioniert auch. So. Irgendwas müssen wir gegen dieses Viech machen. Sobald Nia nicht mehr auf dieser Plattform ist, haben wir ein Problem. Aber ansonsten ist ja gar nicht so schwer. Bisher haben wir halt nur genau deswegen verloren. Jetzt mit dem Vorbereiten, also das Tora Aggro aufbaut, das funktioniert irgendwie nicht. So. Sehr schön. Wie ein neuer Gegner. So, der kleine hier. Ich dachte gerade, dieses große Gefällt. Das wäre böse. Da fangen wir mit Wasser an. Ich hoffe, daraus irgendwas zu Wasser kann. Nee, er ist mir zu weit am Rand. Das geht gar nicht klar. Nehmen wir nochmal Wasser. Wenn Mia aufstehen würde. So. Dann wechseln wir nochmal auf den Kleinen hier.
wegkriegt. Thorin jetzt hat ja schon die Aggro oder so. Wie ich schön von hier weg. Das ist das Wichtigste gerade. Oh, die Lucy Pippi. Haust du ab oder bleibst du? Au. Thora hat doch sonst. Okay, Thora hat ja noch. Blazing Whip. Wow, schönes Feuerchen gemacht. Hier ist so weit am Rand, das ist schon unnormal. Ich freue mich, dass sie runterfällt. Okay, keine scheint weg zu sein. Bisher sieht es eigentlich ganz gut aus. Sollen wir nicht umfallen und Nia nicht runterfällt? Ist eigentlich ganz gut. So, wir müssen jetzt noch schnell Stufe 2 erreichen. Dann müssen wir nicht gegenbleiben würden. Okay, haben wir geschafft. So, Nia heilt jetzt nochmal. Sehr schön. Schon wieder so ein kleines Viech da. So, na gut, dann lass ich mir überleben. So. So, wir davon mal draufhauen. Jetzt kann Thora nochmal draufhauen. Oder Papi. So. Oh, jetzt wird Aggro. Glaube ich. Okay, wir haben die Aggro, das passt. Nia, nein, 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 Nia. Steht sie nach oben, oder? Ja. Das hätte hier einfach hinterher herrennen müssen. Da geht nichts drüber. So. Die werden schon wieder... Nein, Nia ist weggefallen. Okay, okay. So, kämpfen wir unten. Ist egal. Problem ist jetzt nur, wenn Thora umfällt, aber eigentlich haben wir die Aggro. Er ist noch da oben, aber wir treffen ihn. Das war echt ein scheiß Platz, ne? Mit dem Runterfallen hier, weil der Boss einfach zu groß ist. Genau deswegen bin ich runtergegangen, weil er mich wollen hätte. So, ich bin die Aggro wieder.
Fertig, echt. Gut. I shall defend you to the last, my lady. Everyone's getting sight. Ja, umgekippt. Perfekt. Ah, umgefallen. Schade. Ja, Budget ist dann auch wieder bereit. Oh, Selbstzerstörungssiegel. Das ist natürlich optimal jetzt. Oh, okay. Okay. Ich werde wohl kurzzeitig Akku. Es tut mir leid, dass man jetzt so wenig sieht, aber ich kann auch nichts dafür. Es liegt leider an dieser Größe des Gegners, und dass wir drum rumlaufen und Nia halt runterfällt dabei. Dann müssen wir hier leider unten kämpfen. Wir sind hier noch keiner von Thiago, also Thoras hier, aber... Naja, gut. Ja, das könnte man eine Geheimwaffe benutzen. So viel zur Geheimwaffe. Die ist umgefallen. Wow. Das war jetzt... Okay, dann müssen wir es halt langsam aber stetig machen. So. Gut. Geh mal auf Bridget. Allein, dass wir länger leben. Naja, gut. Sieh's. Es sieht dumm aus. Man kann es nicht anders sagen, es sieht dumm aus. Wir kämpfen quasi gegen eine Wand. So, dann machen wir Stufe 1. Und Thora und Stufe 3. Das ist am besten. So. Stufe 1. Ready. Und Thora darf auch noch mal. Beim Umwerfen, komm schon. Ah, könnte geklappt haben. Könnte geklappt haben. Steam explosion top. Nice, let's get ready. Ratman, we can do it. Anchor shot. Ha, focus. Go for it. So. Was hier? Und da uns, okay. Oh nein. Hier, bitte aufheben. Wir sind kurz vorm Sieg. Das lassen wir uns jetzt nicht nehmen. So, das wird reichen. Den haben wir doch, Arcos. Sauber, wir haben's. So, jetzt löst sich natürlich unser ganzer Loot auf. Ist ja auch schön. Ah, diese Plattform ist einfach... Oder der Boss ist einfach zu groß für diese Plattform. Na, macht nichts. Den Loot. Auf den kann ich auch verzichten. Hauptsache, wir haben den Boss geschafft. So, dann müssen wir den noch plätten. Oder die anderen drei? Natürlich nicht. Jetzt hat sich wieder alles aufgelöst. Schade, waren eigentlich gute Sachen bei, so wie es aussah. War schon bunt. Ja gut, den werde ich jetzt nicht erwecken. Aber den haben wir schon mal safe. Puh, gut. Jetzt müssen wir den anderen auf jeden Fall machen, damit wir Dromarch, glaube ich, seine letzte Fähigkeit oder seine vorletzte geben können. Okay, time to take you down. So.
I can take care of myself. Pow, pow! So maybe we'll get out of this alive after all. Scatter shot! My thoughts exactly. Gotcha! With this identifier. Go for it! Alter, dieser Dauerbeschuss. Was zum Henker ist mit dem genau noch? Könnte sein, dass ich gleich noch wieder die andere Vogel hier einmische. Hoffe natürlich nicht. Ja, ihr schießt ein bisschen und ich hau hier wild um mich. Ich finde das ein guter Deal. Allein, weil meine Angriffe stärker sind. So. Schwindes. Oh nein, oh nein. Wow. Das ist jetzt Ihr Ernst? Was war das? Wer schleudert einen hoch? Der? Da können die das auch. Die ganz normalen Klingen. Ist gut, wenn schon die ersten raus sind. So. Nehmen wir hier ein bisschen was mit. Ah, ich kann noch warten sollen. Nein, ich warten soll. Egal. So, jetzt wieder alles bereit. Oh, was macht der denn jetzt? So. Zeigen wir dem mal, was wir drauf haben. Hier drauf auch nochmal. Oh, wir haben auf dem Boden liegen und zerstört werden. So, noch einer weniger. Oh, machen wir Schaden. Und ich bin wieder tot. Gut, dass wir uns immer wieder heilen. Mia, bitte aufheben. Danke. So, das war hier. Das ist 1 gegen 3. Das werden wir wohl gewinnen. So. Okay, von Ingo kriegen wir auch noch zum Fallen. Sehr gut. Ja, 21 an 1000. Oh wow, mein schöner Kombo abgebrochen. Und der mich wieder umschubst mit seiner Wildkralle. So, guck mal, vielleicht reicht es ja schon. Ich zweifle es erstmal, aber könnte ja sein. Ah, 1000. Nee, war weiter nicht. Schade. So, bis jetzt dann. Schön. Sehr, sehr schön. Kriegen wir noch irgendwas kaputt vorher? Irgendwen, irgendwas? Ah, okay. Die machen wir. Wow, warum bist du hinter uns? Let's show them a thing or three. Perfekt.
Kein Bock, dass der von hinten angreift. So. Was ist das denn jetzt? Was ist das Ding? Ah, ich dachte, ich könnte einfach den hier alleine rausnehmen. Haben wir jetzt schon wieder gewechselt? Das Ziel. Wow, der Schaden. Mir, ich bräuchte Heilung. Vielen Dank. So, kommen wir mal da drauf. Können wir den hinter uns gleich noch kaputt machen? Ich werde erstmal die Aggro wechseln. Und der Schaden schon mal weg ist. Weil der große dauert ein bisschen länger. Ja, perfekt. Oh wow. Mir. Ja, will man hier in Ruhe lassen? Ist ja der Hammer, wie sie behagt wird. Erstes Mal. Das ist ja schön. Den gehen wir jetzt? Auf den richtigen, okay. Perfekt. Ja. So. Nervt ja schon mal nicht mehr. So. Gucken wir nochmal, was der jetzt noch so drauf hat. Eigentlich nicht viel. Weil eigentlich sollte er nicht viel drauf haben. Ich erkenne, warum der da allerdings? Nee. Ich weiß nicht, warum der da abhaut. Und jetzt hier geschmettert. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass wir das waren. Okay, die Panzer kriegen wir und ich weiß nicht, was, warum der Vogel beim letzten Mal abgehauen ist. Aber vielleicht macht das diesmal ja auch. Dann werden wir den schon mal los. So. Stufe 1 ist drauf. Das war, kann wieder reinkommen. Heißt abreihen ist doch dumm. So. Dass hier schon wieder so nah am Rad ist, das gefällt mir mal gar nicht. Wir wollen auch, dass sie hier runterfällt. So, Poppy nochmal. Und dann haben wir den auch. Tut mir leid, wenn ich nicht ganz so viel rede, aber wir sind einfach nur im Kampf und wir kämpfen halt. Poppy Turbine. Mutstufe 4, das ist auch gut. Gut, dann gucken wir nochmal Poppy an. Der Vogel hat sich wieder aufgelöst, warum auch immer. Perfekt. Poppy's battle prowess increased. So, dann müssen wir noch rausfinden, was sie gerne trinkt. Und Tiger-Tiger machen. Damit wir dann nach Items verkaufen, dann wäre sie komplett fertig. Was bringt das denn? Blockrate. Oh, für Blockrate müssen wir es echt machen. Oha, oha. Das wird sich echt lohnen. Haben wir sonst noch irgendeine neue Fähigkeit? Ich glaube nicht, aber man weiß ja nie. Nee, schade.
Wie weit ist denn die Vertrauensstufe? Oh, schon gut gewachsen. Das ist geil. So, und dann müssen wir blutroten Longizems klippen von Marisa. Aha. Klingenkombos. Krieg Siege Björn, den Verworrenen in Lafteria. Okay. Das ist so ein kleiner Boss. Run. Boss Rush. Wie auch immer das hin will. Aber ich würde sagen, wir beenden für hier den Part. Und gucken dann, ob wir den da kaputt kriegen. Muss ja wohl machbar sein. Gut, finden wir es beim nächsten Mal raus. Bis dahin dann. Ciao.